Hallo und herzlich willkommen bei Grimmes Mühlen-TV. Schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Zuerst zeigen wir Ihnen das integrative Sportfest am Tannenwerk. Herzlich zu unserer Veranstaltung und zur Eröffnung Frau Ministerin Birgit Hesse. Applaus! Wir begrüßen weiterhin aus dem Diakoniebereich die Geschäftsführer Frau Kirsten-Balzer, Herr Mente, Bereich Vorwerker-Lübeck, ja. Ich habe von euch mehr Applaus erwartet. Ja? Und jetzt auch noch unsere Landrätin, Frau Kerstin Weiß, unter uns. Wir haben von der Stadt Herr Prahler und Frau Reschke. Wir haben die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Frau Simone Jürs. Jetzt haben alle bestimmt Lust auf ein ganz langes Grußwort, ja? Da wir beim Sport sind, machen wir es ganz kurz. Ich freue mich, dass ihr alle, Sie alle heute hier seid. Wünsche allen ganz viel Spaß und beim Sport zählt der olympische Gedanke. Das heißt, dabei sein ist alles. Also einmal sportfrei! Auch ein recht herzliches Willkommen vom Landkreis heute zum integrativen Sportfest hier in Grevesmühlen auf dem Sportplatz Tannenberg. Corona war jetzt vor 14 Tagen, 3 Wochen erst in Korea zu den Weltmeisterschaften. Und hat, wer weiß es, den dritten Platz bei den Weltmeisterschaften in Korea belegt in ihrer Gewichtsklasse. Komm da, herzlichen Glückwunsch. Uwe, erfolgreicher Trainer so einer erfolgreichen Sportlerin. Und diese beiden werden heute, ihr habt hinten vielleicht schon gesehen, oben in der Kurve, die Judomatte liegen. Ramona und Uwe werden heute ein kleines Training, Schaukämpfe zeigen. Ramona hat auch einen ganzen Sack voll Autogrammkarten mitgebracht, hatte ich sie drum gebeten. Super.
zeigen wir Ihnen, liebe Zuschauer, den Firmencup von Schützenverein Grevesmühlen. Hallo, liebe Zuschauer von Grevesmühlen TV. Herzlich willkommen beim 4. Firmenpokal hier bei uns auf dem Schützenplatz. In diesem Jahr können wir einen Besucherrekord verzeichnen oder einen Teilnahmerekord. Es starten 46 Mannschaften. Darauf sind wir sehr stolz und ich möchte mich auch bei allen Teilnehmern bedanken, dass sie uns die Treue halten bzw. sich viele neue mit angemeldet haben. Weiterhin bedanke ich mich natürlich auch bei meinen Schützenschwestern, Schützenbrüdern, die hier mit tatkräftig zur Seite stehen und die Standaufsicht durchführen bzw. vorher alles organisiert haben und auch mit durchführen. Vielen Dank. Nee, kein Name drauf. Also wir haben einen neuen Teilnehmerrekord von 46 Mannschaften in diesem Jahr. Mhm. Kannst du mal ein paar typische Wiederholungsmannschaften sagen, die jedes Jahr bis jetzt immer hier waren? Ja, das ist die Firma Rudevo, die sind dieses Jahr auch wieder mit 3 Mannschaften dabei. Dann Outdoors Martins ist eigentlich jedes Jahr dabei, auch mit 2 Mannschaften. Der Zweckverband mit 4 Mannschaften in diesem Jahr. Henry Bentag sind auch Wiederholungstäter, die sind auch mit 2 Mannschaften da. Die Sparkasse mit 4 Mannschaften, auch Wiederholungstäter. Firma Joost, auch ebenfalls mit 4 Mannschaften, dieses Jahr wieder dabei. Und einmal noch Neulinge, Mike, die dies jetzt das erste Mal dabei. Ja, kann ich auch machen. Das ist die Strandklinik Boltenhagen. Habe ich schon gesehen. Das ist die IAG MBH Selmsdorf, die auch mitmacht dieses Jahr. Dann haben wir eine Firma Handwerker Klütz, die sind dieses Jahr dabei. Das erste Mal. Ja. Ja, gut. Ja, genau. Kann man nur gratulieren. Ja, genau. Tolle Veranstaltung. Mike, alles klar. Viel Erfolg. Dankeschön. Danke.
6,9. 6,9, muss genau sein. Hattet ihr denn noch keinen Import drin? 4 Zentimeter hoch. Ihr seid ja gar nicht. Ja, ich bin da. Jetzt war Sand drauf. Ja. Die Aufnahmen von Peter Karsch. So, liebes Zuschauer, das war's für heute. Tschüss. Tschüss. Lea. Okay.